Jo, herzlich willkommen zu unserem nächsten World of Warcraft Let's Play. Diesmal ist mein Begleiter Massi wieder dabei. Jo, servus. Ja, ne, heute sind wir hier im Verlies von Sturmwind und müssen hier mal im Moment so ein paar Diebe. Allianzler ausrotten. Ah, sehen aus wie Allianzler. Sind aber in Wirklichkeit Diebe, die sich hier in diesem Verlies niedergelassen haben und ja, ne? Da würde ich sagen, guck mal, wie das Haus hier. Ja. Ich pull mal bis nach vorne zum Boss. Leider gibt es hier keine Quests. Ist ein bisschen blöd eigentlich. Oh, betäubt. Kriege, weiß, was ich in unserem jetzigen Video wieder sagen muss. Nee. War ja. Ich wünsch mir Weihe, Ja. genau. Weihe, Weihe, Weihe. Oh, ich hab Zorn nicht an. So. Und gleich sind wir hier auch schon beim ersten Boss, ne? Randolph Moloch. Sieht irgendwie aus wie so ein Zauberer. Ne, wie ein Aus irgendwelchen. Schornsteinfeger. Wie ein Schornsteinfeger. Ja. Schornsteinfeger mit einem. Mit einem. Nennt man das? Ah, nun an unsere treuen Gucker. Wie ihr bestimmt seht, wir können ja gleich mal ranzoomen. Ich hab mein Schwert gemockt. Wie in der letzten Folge versprochen. Ja. Schick, schick. Selfie. Okay, da ist der erste Boss auch schon tot. Gehen wir weiter, einen Trash machen und dann zum nächsten Boss. Ah, also die Ini hier ist eigentlich in drei Abschnitte unterteilt. In dem einen sind diese Gefangenen, in dem anderen sind hier diese Feuerelementar, Feuerelementar, genau. ja. Und im dritten sind dann wie, weiß nicht, wie man die Viecher nennen soll, irgendwelche komischen, sehen aus wie, was weiß ich, Ratten oder wie Hyänen auf zwei Beinen eigentlich. Ich weiß nicht, wie man sowas nennen kann. Also Tier kann man das auf jeden Fall nicht mehr nennen. Oh, hier, Fürst Gluthitze. Unser zweiter Boss in dieser Inni. Ist eigentlich eine ziemlich schnelle Ini. Ja, geht schon, recht schnell. Das sind eigentlich schon nur die drei Abschnitte. Der Trash geht auch richtig schnell. Weil der Großteil halt aus Non-Elite auch besteht. Aber nun gut. Das passt schon. Feuerball. So. Oh, Gürtel. Jo, den könnten wir mitnehmen. So, und jetzt kommen wir hier rüber in den nächsten Bereich, in dem der Endboss dann Hogger sein wird. Genau. Und wie gerade eben schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Flusspfoten, aber was genau man darunter versteht, ich habe keine Ahnung. Hund auf zwei Beinen. Ja, könnte man so sagen, ne? Oh, ho, ho, ho. Ich bin bewegungsunfähig. Ihr Leute. Gott sei Dank habe ich wieder meine Insi dabei. Und nun ja. Also könnt ihr euch die ja mal angucken, aber vielleicht auch in den Kommentaren lassen, was ihr meint, was das für Viecher sein sollen. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen richtigen Begriff dafür. Sind Hyänen. Ja, aber normalerweise laufen Hyänen nur mal auf vier Pfoten und nicht auf zwei Beinen So und haben. tauren Hyänen. Ja. Ja, aber wir wissen ja, WoW ist ja schon ziemlich Fantasy. Ups.
So, jetzt sind wir auch schon beim Endboss an. Horror, Ja, lol. und ich bin tot. Oh. Weil der Heiler natürlich hier wieder schläft, ey. Also das geht natürlich gar nicht. Aber nun gut, das war natürlich der Vorführeffekt. Ricky, wenn du mir entgegenkommen könntest. Muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Oh, ich bin betäubt, bin tot. Ja, also das war natürlich nur der Vorführeffekt, wie gesagt, ne? Ricky wollte mal testen, ob ich den Boss auch alleine schaffe. Naja, jetzt können wir wenigstens die hässliche Ali-Stadt Sturmwind mal begutachten. Seht ihr, überall laufen hier hässliche Menschen rum. Und sie klauen uns alle unsere Namen. Der Angang zum Beispiel heißt das Tal der Helden. Da sage ich nur Tal der Stärke, Tal der Ehre und Tal der Weisheit. Aber nun gut. Die Allianz klaut einem ja eh alles. So. Ah, Ricky, ich habe eine gute Ausrede. Wir sagen einfach unser YouTube-Gemeint, das war alles Absicht, damit das Video nicht so kurz ist. Ja, genau. So, und drinne bin ich. Wo bist du drin, Danny? Ja. Ich lauf schon mal vor. Tu das. Ich kann ja vielleicht versuchen, schon mal ein bisschen vom Trash wegzuhauen. Könntest du tun. So, ich bin auch wieder nee, nie drin. Jetzt wäre ich mal zu dir gelaufen, komm. Ach ja, ich mach gerade die eine Seite hier schnell weg. Sind vielleicht müde. Kann man so sagen. Ist ja auch spät am Abend, gell? Wenn man krank ist, ist man eben nicht so auf dem Posten. Ja, stimmt schon. So, auf ein neues. Wenn ich aus dem Stun raus bin, ja. Und Pool! Wald war nur Rückschlag. Grammatik gelernt bei Yoda ich haben. Das gibt's doch nicht, der gibt mir die ganze Zeit hier die Kopfnüsse. Oh, wir hätten können vielleicht vorher mal den Krieger aufheben, oder? Ach, egal. Ha! Haha! Ganz vergessen, man kann die Bosse ja noch stunnen. Zack, so. So. Das war's auch schon wieder, ne? Hier im Verlies von Sturmwind. Wir haben hier die Aufgabe natürlich super gemeistert. Wie von uns vorher auch schon erwartet, ist ja klar, ne? Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und viel Spaß noch beim weiteren Gucken unserer Videos. Gerne auch ein paar Kommentare drunter lassen und ja, man sieht sich. Jo, Ciao! ciao.